So, willkommen, Freunde, zu dem durchgeknalltesten Alien-Spiel, was ich so kenne. Unsere Aufgabe ist es, die Menschheit zu zerstören. Vielleicht gibt es ja zum Schluss irgendwie noch so einen philosophischen Anlass, für was das gut war oder warum. Aber das ist schon ein bisschen ein seltsames Spiel, seltsame Aktion. Seltsames Spiel. Aber naja, fangen wir mal an. Oh, natürlich einen neuen Speicherstand. So, Menschen des Planeten Erde. Ja, jawohl. Na, kleine Handy-Einstellung hier. Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren könnten, die in freundschaftlicher Erwartung den historischen Moment herbeisehnen, in dem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt? Welche Legenden würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt traten? Ja, so denken wir Menschen, ne? Die kommen in Frieden und... Fünf! Ja, schauen Systeme wir mal. Systeme bereit, General! Vier! Komm schon, Baby, zeig uns, was du drauf hast! Drei! Was zur Hölle? Ui, kommt da denn angeflogen? Was zum Henker ist denn das? Eins! Nein, stopp! Stopp den Countdown! Ich glaube, zu spät. Ja, so kann man Roswell auch erklären, ne? Oh, mal witzig, dass sie die UFOs immer mit Scheiben darstellen. Ja. Als hätten die wirklich so ein Cockpit. Nö. Kein Airbag gab, würde ich sagen. Ja. Heftiger Typ. Inkompetenter Narr. Ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Box? Du wirkst etwas... Wie sagt man? Etwas verstopft. Ja, hat wohl keinen Stuhlgang gehabt. Hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das. Aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Crypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden, vielleicht gefangen, wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich würde keine voreiligen Schlüsse... Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox. Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln und so ist es auch jetzt. Boah, der ist ja agromäßig drauf. Zweiteres. Kein Wunder, dass ja alles zerstört, was da rumläuft auf der Erde. Klar habe ich recht. Was glaubst du denn? Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich meine, wir müssen. Ich muss. Verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld, Krypto, Geduld. Der ist richtig schön durchgeknallt, ey. Richtig was am Helm. Genau das wollte ich hören. Also, wie heißt dieser lausige Planet? Unser Ziel, meinst du? Der Planet Erde. Schön, dass die Außerirdischen den auch so nennen.
Der Planet Erde. Ja, ich werde zwischendurch mal ein paar Screenshots schicken. Machen. Für meine Thumbnails. Nicht vergessen. Beispiel das Gesicht hier. So, Mission starten, würde ich sagen, ne? Mission. Achso, hier oben können wir nochmal auswählen. Labor, Archiv. Willkommen in meinem kleinen Labor. Vielleicht wusstest du das nicht, aber ich betrachte mich aber als. Aber wir fangen erstmal ganz neu an. Blue Moon Drives in Cinema. Was sagen schon die Lampen? Ja, da kommt er schon angelandet, angeflogen. Ja, der Racer, der sieht aber aus wie so ein. Ja, wie soll man das sagen? Das ist wahrscheinlich der Scirocco unter den Raumschiffen. Gehörne! Der ist ja doch leider wo reingetreten. Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Krypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer wirken dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich die ständig furzen. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! Oh, und Krypto, überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. So, können wir schon laufen. Los, beweg dein Hintern! So, gucken. Unten haben wir das Feld zur Sichtfeld. Okay, da können wir. Das funktioniert schon mal. Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensformen blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihrem armseligen kleinen Gehirn heraus! Na, da wird... wird nicht viel mal rauskommen aus Samu. Ich habe den Verdacht dieser Müllers Kuh. Wir wollen uns in das Licht führen. Alter, die schätzen aber die Kühe sehr. Die schätzen die Kühe aber schon sehr komisch und aggressiv ein und schlecht, wie auch immer. Achtung, Achtung, Erdlinge! Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Hat der Rechte auch, eine Kuh ist ein Erdling. Also. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr Alter, unangenehm. Voll der aggressive Klugscheiße. Erdling, ich spreche mit dir. Antworte oder du wirst vaporisiert. Alter, er ist aber ein Megahaufen. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Wir okay. Wir besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese, Krypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. So, RB halten und, nee, kann man doch loslassen. Mach diese streitsüchtigen Feuer mit deiner PK fertig. Ramm sie ungespitzt in den Boden. Boah, das, die Kühe sind doch keine Gegner. Perfekt!
weg! Alter. Er schmeißt hier einfach durch die Gegend. Der. Ja, man darf in dem Spiel echt nicht drüber nachdenken, was man hier macht. Mann, Mann, Mann. Oh, Alter. Boah, da hinten ist er gelandet. Martha, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. Moment mal, das ist kein Steak, das ist... Du heiliger Strohsack! Martha, gib mir die Flinte! Das sieht nach einem Fall für den Zap-O-Matik aus. Grill den Farmer! Extrahiere den Hirnstamm aus dem, was von diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Ah, den kann ich auch das Hirn raussaugen, das ist ja lecker. Und so Furonen, den es sammeln. Okay. Harold, komm her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. Naja, das passt ja, das sprechende Pferd im Fernsehen. Ha, wie geil. Ah, und jetzt steht da ein Außerirdischer. Kleine grüne Männchen. Ah! Ich bin nicht grün. Ja, das stimmt. Ein bisschen grauer. Die kleinen Grauen. So, was haben wir denn hier? Solange Schilde für Energie über Energie verfügen, schützen sie sich vor Schaden. Wenn der Schild nicht vollgeladen ist, zeigt dir ein Balken den aktuellen Stand. Okay. Wenn du getroffen wirst oder Wasser berührst, verlierst du Schildenergie. Einige Effekte erzeugen mehr Schaden als andere. Wenn er keinen neuen Schaden erleidet, wird sich der Schild nach ein paar Sekunden wieder aufladen. Die Schildanzeige wird rot, wenn keine Energie mehr zur Verfügung steht. Ein einzelner Treffer könnte dann tödlich sein. Weiche Schüsse aus oder ziehe dich aus dem Kampf zurück, bis der Schild sich wieder auflädt. Jawohl. Und dann, das Einsammeln von Hirnstämmen setzt die Verzögerung beim Neuladen des Schilds sehr runter. Das Schiff verfügt über einen eigenen Schild. Um ihn zu laden, musst du den Energieentzug des Schiffes auf Menschen oder Fahrzeuge anwenden. Die Schilde des Schiffes laden sich nicht eigenständig wieder auf. Alles klar. Sei gnadenlos, lass keinen. Oh, da kommt schon die ersten angelaufen. Oh, ich habe ihn Wasser berührt, das ist gut. So. Dann grillen wir die erstmal und dann saugen wir gleich mal die Hörner raus. Ich muss mal gucken, welche Taste das war. Ach ja, hier. Oh, das dauert aber. Du bist der, der meine Kühe ah! Und du bist nicht willkommen. Oh, da muss man ein bisschen aufpassen. Also, es ist auch so, dass die auf mich schießen. Gute Arbeit, Krypto. Gute Arbeit, Krypto. Ich wollte schon immer mal mit so einem durchgeknallten Alien durch die Gegend laufen. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen! Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone! Crypto! Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen. Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Ich glaube, die würden das Ding erstmal abschleppen und um 30 Jahre lang untersuchen, bis sie raffen, was da los ist. Ach ja, hier kann ich ja... Mein Jetpack habe ich ja auch. So, dann wollen wir mal den Polizisten das Hirn wegbrutzeln. Ich kann die ja auch. Ne, warte mal. War das? Da ist Sings, da ist Hirn. Auf die Armee! Krypto, mein Radar zeigt mir Menschen im Anmarsch. Schnell zum Raumschiff! Jetzt. Okay, ein Schild ist oben schon ein bisschen beschädigt. Dann werden wir mal gucken. Dann saugen wir mal ein bisschen das Hirn aus. Ne? Lecker grünes Hirn. So, dann machen wir mal schnell hier rein.
Ah, mit X geht's rein, okay? Dreh eine Runde in deinem Raumschiff, Crypto. Entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann feuer drauf los! Zerstöre alle Gebäude, hinterlasse keine Spuren. Ja, zerstöre alle Gebäude! Alter, voll krank, ey. Ich muss hier die Menschheit ausrotten, ey. Das ist ja eigentlich... Aber man darf da wirklich nicht drüber nachdenken, ne? Was man hier gerade macht. Perfekt! Aber da ist ja nur ein Spiel. Zack. Und viel Humor hat das Game auch, muss man auch sagen, ganz klar. So, A vor uns hier. Wird auch im Radar immer angezeigt. Ah, da brennt die Scheune. Gut geschossen, Crypto. Oh, jetzt rückt das Militär an. Jetzt gibt's bessere Gegner. Ausrücken, Männer! Los, los, los! Links wo steht's voran? Links wo steht's voran? Der Kaffee, der ist unser Mann. So eine Freude. Die menschliche Kriegsmaschinerie. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihren Anführern von unserer Anwesenheit berichten. Lösche sie aus! Sofort! Ja, mach sie alle Feuer fertig! Alter Schwede, jetzt Crypto, hiermit gebe ich dir die Erlaubnis, alle Menschen zu vernichten! Jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen hier, ne? Also auch mal ein bisschen so zurückfliegen. Ist ja noch alles harmlos, wird später bestimmt noch extremer. Ich glaube, ich kann meine Energie sogar aufladen, ne? Bei den anderen Fahrzeugen. Pass auf, nördlich in den Büschen sind noch mehr. Lade die Schilde deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen menschlichen Fahrzeug Energie entziehst. Oh. Hier einfach so. Ah, alles klar. Weil ich die Energie kann ich einfach entziehen. Auch noch welche rum. Das Geile ist, ich kann das Raumschiff ja auch später noch entwickeln. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, dann sind die nächsten. Warte mal, ich will erstmal Energie klauen hier. Jo. Ja, das ist noch relativ easy, aber das geht ja irgendwann ratzfatz vorbei. Ich sehe nix. Die Menschen holen zum letzten Schlag aus. Lösche sie ein für alle Mal aus. Ja, mach sie alle fertig. Alter, voll durchgeknalltes Game, echt. Ist ja meine Art. Eigentlich müsste es umgedreht sein. Okay, aber das ist ja bei XCOM Enemy Anna und so. Da muss ich als Mensch dann die Menschheit retten. Ihr muss die Menschheit vernichten. Ah, hier ist noch ein Panzer. Da war ein Panzer. Oh. Hat doch echt geschossen. So. Ach, da ist noch einer. Hervorragende Arbeit, Crypto. Nicht schlecht, ne? Ich hab's voll drauf als Alien. Ah, jetzt kommen die Men in Black. Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ja, gut. Ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn? Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Sagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen.
Mission erfolgreich. Sehr schön. So, ertränke eine Kuh im See, haben wir nicht gemacht. Oder doch, Sternchen hinter. Töte die Frau des Bauern mit Hilfe eines Hühnchens. Alter. Freigestellt, Psychokinese, Cortex-Scan, Zeppomatic, Todesstrahl, Energieentzug, Matrix-System. Okay. So, was haben wir denn hier? Rinder, Verstümmelungswahn, Bauer verschwindet inmitten von Kuhmisshandlungen, Anklage. Oh. Ah, hier. Da mache ich immer zu spät das Foto. Warte mal. Na dann, ich weiß, was du jetzt denkst. Was kann ich als einfacher Neuling tun, um bei der Vernichtung der Erde und dem Aufstieg des Furonischen Imperiums zu helfen? Ich verrate es dir. In der Frühphase des Imperiums haben wir bereits realisiert, dass unsere Spezies dem Tode geweiht ist. Äonenlang haben wir Kriege gegen unterlegene Rassen geführt, mit Atomwaffen, die unsere Gene mutieren ließen. Wir konnten uns nicht mehr fortpflanzen. Was auf den Mangel an Genitalien zurückzuführen ist. Oh, die haben keine Eier und deswegen sind sie wahrscheinlich so aggressiv. Auf dem Rückweg von der Zerstörung der Marsianer auf die Erde. Die menschliche Gesellschaft war jung und paarungswillig. Unsere Kadetten waren auf einem fremden Planeten, sie wollten Dampf ablassen. Die Kurzfassung davon ist, jeder einzelne Mensch, der heute auf der Erde lebt, hat tief im Innersten seines genetischen Codes einen Strang Furonen-DNS. Im Laufe der Äonen haben wir zwar gelernt, uns zu klonen, aber mit jeder neuen Version geht ein Informationsverlust einher und die Ergebnisse werden unvorhersehbar. Die Furonen-Gene in der menschlichen DNS sind uralt und unberührt. Sie stellen die Zukunft unserer Spezies dar, wenn wir sie nur erlangen könnten. Ja, das ist denn die Frage, warum sie dann die Aliens alle töten, die Menschen alle töten, anstatt sie zu einfach zu entführen. Also. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Oh. Holodeck. Holopox-Deck. Missionsfortschritt 18. Ertränke eine Kuh im See. Pox-Labor. Raumschiff oder Krypto? Oh, mal Raumschiff. Was haben wir denn da eigentlich? Was, hier können wir schon was freischalten. Atomblasenerzeuger. Upgrade. Das ist auch mal nice. Ausrüstung. Rechts halten. Zeppomatic. Dieser altehrwürdige Waffe ist schon seit der furonisch-marsianischen Kriegen im Einsatz und wird noch heute verwendet. Ihr Zeppomatic-Energiezelle lädt sich auf, wenn die Waffe nicht abgefeuert wird. Fokusbindung nehmen wir mal. Die visionisch verstärkte Sichtverbesserung, die die Furonen zum Empfangen telemetratisch Daten vom Mutterschiff verwenden, kann auch im Fokusmodus geschaltet werden. Mit der Verbindung zu sowohl Waffen als auch Hirnen der Angreifer ermöglicht der Fokusmodus den furonischen Invasoren eine effiziente Zielerfassung. Okay. Ja, ich muss mal mit der Steuerung noch ein bisschen klarkommen hier. Wenn wir nach links ziehen. Gehirnextraktion, da gibt es keine Verbesserung. Ne, da fehlt uns was. Okay, ich würde sagen, wir spielen einfach mal die nächste Mission, ne? Hier sind Archive, Skin-Auswahl. Kann ich auch noch alle freischalten. Wobei, so sieht er doch ganz nice aus, muss ich sagen. Abgefahrener Typ hier. So. Region erkunden. Tynepsis fahren.
Dann, das ging zu schnell, Ladezeiten. Ich wollte gerade vorlesen. Oh, hier sind sogar Autos. Hier auf die Autos werfen irgendwie die Kühe. Ne. Es ist schon ein bisschen gemein, was wir hier machen. Wir dürfen das echt nicht zu ernst nehmen. Ne? Hol mir die Schrotflinte. Also, wie gesagt, ist ein Spiel. Da frisst ein riesiger haarloser Hamster unsere Rüben. Was? Eure Rüben? Eure Hirne werde ich fressen. Alter! Ich kann sogar alles in Brand setzen hier. So, gib mal hier. Oh! Alter, das war aber. Ja, ein bisschen aufpassen mal, was Energie angeht. Ja, lecker, lecker hier. Ein guter Tag zum Sterben, du kleiner Kommunist. Was, Kommunist? Was ist er denn hier? Gerade am überlegen, wie war das hier mit den Jetpack? Ah, hier. Alter. Oha. Muss ich ja ein bisschen zurückziehen. Gar nicht so aufgefallen, dass die. Alter, krass. So, am Anfang denkt man so, man ist echt unsterblich. Muss echt strategisch vorgehen, ne? Also. Kannst nicht einfach drauf losgehen und die dann einfach so platt machen. Ein bisschen aufpassen, dass das nicht jeder so unbedingt mitbekommt. Okay. Können natürlich auch ins Raumschiff und dann sage ich mal, müsste da auch funktionieren, ne? Dann mit dem Raumschiff rumfliegen und alles zerstören. Ja, machen wir das mal. Ich glaube, das ist sogar so besser. Alter Falter, ey. Der hat ja echt Dampf, der Typ. Das finde ich aber geil gemacht, dass du halt auch sagen kannst, so, ach komm, scheiß drauf. Ich nehme mal das Raumschiff, weil mir ist das unten zu heikel. Und ich mähe die hier alle mal ein bisschen nieder. Ja, die Baller natürlich auch. Muss natürlich gucken, dass wir die Energie im Auge behalten. Alter, der, überleg mal, was der hier wegbrutzelt. Ja, da kommt sogar ein Panzer an. Die Armee ist schon angerückt. Das ging aber fix bei denen. Okay, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Energie abzapfen. War das nicht so, dass wir mit Y? Hm. Ja, wir müssen echt ein bisschen aufpassen, ey. Das ist ja. Das ist ja nicht ohne, was hier passiert. Man denkt so, ach, das ist so leicht, ne? Das hat so leicht angefangen.
Aber ratzfatz hauen die dir die Mütze voll. Ah, guck mal, der hat ja auch... Zurück zum Invasionsbereich oder ich schleife dich eigenhändig dahin. Ja, ja, ich bin ja schon... Bin ja wie schon schön, da. Dass du wieder bei uns bist, Crypto. So, ich möchte jetzt... Das gibt's doch gar nicht. Nee. Und wieder hat's nicht hingehauen. Okay, macht ja nichts. Was ich so ein bisschen seltsam finde. Ich kann auch angeblich mit Y die Energie abziehen. Dann machen wir erstmal die Häuser platt hier. Okay. Natürlich wissen, von wo geschossen wird, müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Geschützturm ist weg. Gerade diese militärischen Fahrzeuge sind natürlich übel. Ah, hier kann ich auch wechseln. Schallwelle. Ah, die habe ich noch nicht. Okay. Das Haus auch gleich mal platt. Alter, heftig, heftig, was da unten abgeht. Okay, müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Konzentrier dich und nutze deine Leitsysteme. Ah, da bist du, Krypto. Okay, machen wir mal erstmal die Häuser platt. Ich glaube, das ist effektiver. Ja, komm, 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 mach alle kaputt. Dann auch wieder nach oben. Jo. Hier ist Betreten verboten. Alter, hol mir die Sprungflinte. Alter, das ist ja. Kann ich doch alle gar nicht vernichten, so viele sind das. Versuch doch glatt kommen. Alter, wenn die Erde schmilzt, ne? Kannst du dir vorstellen, was das für ein Feuerstrahl ist? Wenn er die alle trifft hier. Aber es ist schon gar nicht verkehrt, dass man so ein bisschen hin und her fliegt. Okay, er braucht natürlich auch mal ein bisschen, er muss ja auch Energie aufladen. So. Warum kann ich hier die Energie nicht aufladen? Oh. Ich habe doch gelernt, ich kann mit männlichen Fahrzeugen, menschlichen Fahrzeugen. Zurück zum Invasionsbereich oder ich schleife dich eigenhändig dahin. Y die Energie abzapfen, um das Raumschiff Schild wieder aufzubauen. Aber irgendwie haut das noch nicht so richtig hin. So, vor uns. Alter, wie viel da rumrennen und rumballern.
Also die haben ja echt die ganze Bundesarmee da vorgeholt. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Die sind auch echt gar nicht. Oh, die können jetzt gar nicht so leicht zu erkennen teilweise. Oh ja, der Panzer. Muss er natürlich platt machen. Ey, krass, ich habe den ganzen Boden verwüstet. Ich habe hier alles abgeballert. Ja, schon krass, man muss echt aufpassen. Hier haben wir auch noch Häuser. Oh, aufpassen. Das ist die falsche. Ja, ja, ich konzentriere mich ja schon. Ja, aber wie viel muss ich denn da platt machen, ey? Das ist ja, ja gar nicht. Viel nicht mehr erlauben. Das war noch ein Panzer. Mal gerade gucken, wie ich hier landen kann. Schon Panzer. Hier ist noch ein Haus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Steuerung irgendwie nicht funktioniert. Weil ich kann, wenn mein Schutzschild beschädigt ist mit dem Raumschiff, habe ich keine Möglichkeit mehr, die Fahrzeuge irgendwie auszusaugen, die Energie der Fahrzeuge, um mein Schild aufzuladen. Irgendwas haut da noch nicht so richtig hin. Es ist der So, was ist denn, wenn ich jetzt, wie komme ich denn hier runter jetzt? Weißt du, wie sie mich aus dem Weg? Guck mal, ich habe jetzt hier Y. Achso, also landen. Ich würde auch sagen, wir machen das mal so. Ach, das war eine Vogelscheuche. Da wäre ich ja selber mal drauf reingefallen als Mensch. Alter. Ist krass, wie die gleich bewaffnet sind, die alle. Oder, ah, hier die Polizei. Ein Freund und Helfer. Aua. Jetzt müssen wir ein paar leckere Gehirne essen. Der X geht auch nicht mehr. Doch, jetzt. Oh, das hat aber gedauert hier.
Kommen ja mal mehr, ey. Auf den Boden legen! Polizei! Ah, okay. Also die Energie erholt sich auch mit der Zeit, wenn wir dann abhauen, ne? Ich weiß gar nicht, wer schlimmer ist, die Polizisten oder die Farmer? Ist das so, wenn wir jetzt ein Stück weiter weggehen und nicht getroffen werden? Die Energie holt sich, oder? Alter, wie viel sind denn da unterwegs, ey? Ah, sie, ah, die Energie. Sehr gut, okay, das ist gut zu wissen. Muss ja nicht so viel Fehler machen. Das geht gar nicht. Mein Schutzschild, sag ich mal, so eine Probleme hat. Alter, wie viele Polizisten hier sind. Ist denn wieder drauf hier? So kann ich aber auf jeden Fall. Aua. Ah. Einfach mal wieder weglaufen. Dass ich das überhaupt überlebe, ist ja Wahnsinn. Ah, die müsste ich doch irgendwann mal dezimieren, ey. Ja, nicht alle hier. Oh, jetzt muss ich laufen. Muss ich hier weg. Ah, schade. Ja, doch gar nicht so einfach, muss ich sagen. Okay. Einen machen wir hier noch. Dauert natürlich auch lange, ne? Bis du so einen Hörner rausgeholt hast. Ja. Vielleicht sollte man doch ein bisschen vorsichtiger und strategischer vorgehen. Sich ja ab und zu ein bisschen verstecken. Ist gar nicht so verkehrt. Hinten ist eine Frau. Papa, hol mir die Fortschritte! Den Schädling schnapp ich mir! Oh. Den Schädling schnapp ich mir, aber wo ist er denn? Mit seiner Schrotflinte. Die Hühner. Oha. Du willst dich mit dir anlegen? Aus dem Weg, du Depp. Ja, so geht's auf jeden Fall besser. Also, man... Ich aufpasse, sage ich mal, und kommt dann in so eine Polizeipatrouille, dann ist das echt Mist.
Ah, lecker, lecker, lecker. Ja, komm her. Ja. Ja. Da hat sie recht. So. Was futtern hier? Ja. Ah, nicht direkt an der Straße. Sie erst wieder ein bisschen auf, ne? Sehr gut. Das sind die Vogelscheuchen. War krass, wir als Menschen mal so ein Game auch drauf reinfallen. Ja, eigentlich dazu da gedacht, um die Vögel dann fernzuhalten. So. Hier ist Wasser, das sollten wir auf jeden Fall meiden. Schwimmring. Das ist mit dem Boot auch. Noch nicht so ganz unsere Mission rausgefunden. Aber ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg. Machen auch alles richtig. Das sind doch die Men in Black, ne? Geradeaus zeigt eine Scheune an. So. Ich finde das auch wichtig, dass man gerade die mit den Waffen irgendwie erledigt. So ein bisschen verstecken hier. Ein bisschen strategischer vorgehen. Komm schon raus, Junge! Ich will dir nicht wehtun! Ach du heilige Mann, jetzt kommen sie an. Alter, das dauert, ey. Ja.
Beweg dich! Was für diese Geräusche, Mann? Du stehst im Schussfeld aus dem Nirgendwo! Die kommt von überall, ey. Wie willst du denn das packen? Was ist das? Ja, unser Ziel nicht vor Augen. Alle aus rüber. Das ist doch dieses Gelbe, ne? Genau, no, da ist ja auch der Strahl da oben. Mal gucken. Weil mich würde mal interessieren, was jetzt hier unsere große Mission ist. Ach, Entführung, alles klar. Hey, wir müssen mehr Proben für unsere Analysen sammeln. Ich habe die Landungszone. Die Rotation der Erde in Kombination mit der verschmutzten Atmosphäre macht es nahezu unmöglich, den Gigantoentführungsorbitaltransporterstrahl lange anzupeilen. Sag was, wer immer du auch bist! Ja, ich bin's! Ich hab keine Angst vor dir, Welt! Außer ihr! Alter, die Kuh, Momo. Terrestrische! Aus dem Weg oder du kriegst Unterlagen. Du kleiner Schädling! Bin ich mit dir? Zur Seite, du Extraterrestrische! Extra. Oder ist das jetzt ein Schimpfwort schon, ja? Extraterrestrische! Nein, komm, sagt Martin! Doch mein Körper sagt Louis und mein Musikantenknochen sagt Bob. Aus dem Weg, du Depp. Weißt du, wusste Judy denn nicht, dass dieser Minelli-Kerl tot ist? Seine Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Gehst du vielleicht mal aus dem Weg? Sehr gut. Oh, hier der ist hier aus dem Weg. Der Führungsstrahl. Oh, du kleiner Mist, du stehst mir im Weg. Riesige, haarlose Hatze. Oh, nicht schon wieder. So ein Hilfe. Aus dem Weg. Stehen. Du willst dich mit mir aufhören. Mein guter Kommunist. Schalt mal einen Gang hoch, Crypto. Zwei-eins. Gucken, was überhaupt passiert. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, das Mutterschiff manuell neu auszurichten? Entführung fehlgeschlagen. Rinderüberraschung. Neuer Versuch. Okay, wir müssen die Rinder irgendwie entführen. Okay, aber geil. Macht Spaß. Und ich würde sagen, wir zocken es weiter und machen jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. War sehr nice, muss ich sagen. Also ich freue mich schon drauf, weiter zu zocken. Schon geil. Mal ein bisschen durchgeknallt, abgefahren. Vielleicht ein bisschen langweilig, wenn man jetzt zu sehr rumläuft und nur ballert. Und ne, da muss man sich schon an die Missionsziele halten. Aber da werde ich nochmal gucken, dass ich die auch erfülle. Ich werde mich da noch mal ein bisschen mit befassen, bevor ich es weiter streame und hochlade, ne, damit ich halt ein bisschen Überblick habe über das, was da auf mich zukommt. Aber schon nice. Geil, geil. Macht Spaß. Das nenne ich mal geiles Remake auf jeden Fall. Alles klar, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.